Ortshaft ist. Mit Pomp und Trara wurde am Donnerstag auf der Kaiserwiese im Prater das Wiener Wiesenfest eröffnet. Dirndl, Lederhosen, Bier und Brezen, soweit das Auge reicht. Österreichs größtes Brauchtumsfest geht in die sechste Runde und der Zulauf ist enorm. 350.000 Besucher werden in den 18 Tagen bis zum 7. Oktober erwartet. Harry Prünster führte als Moderator durchs Programm. Wohnbaustadtrat Michael Ludwig und Skilegende Hans Knaus machten sich mit dem Anstich des Bierfasses beliebt. Wie ist das eigentlich mit dem Bier während der Arbeit? Naja, wir haben gleich mal den Bieranstich genutzt, der Hansi Knaus und ich, dass wir gleich mal den ersten Schluck gemacht haben, wie das Bier rausgekommen ist. Das ist das Privileg, wenn man einen Bieranstich macht, man hat gleich das erste Bier. Das ist ein Vorteil, aber ich denke mir, das ist auch richtig, wenn man schon die Arbeit hat, dann soll man auch das erste Bier trinken können. Man kann ab und zu Bier trinken. Ja, solange man weiterarbeiten kann, ist es kein Problem. Ich habe heute noch mehrere Termine. Solange es bei einem Bier bleibt, ist es kein Problem. Den Ehrenschutz über das Wiener Wiesenfest hat, wie könnte es anders sein, Bürgermeister Michael Häupl. Wegen einer Sitzung schaffte er es nicht zur Eröffnung, weshalb Professor Harry Koppitz, der erste Präsident des Wiener Landtages, für ihn einspringen musste. Soll nichts Schlimmeres passieren, die traditionelle Weintaufe in der Merkuralm übernimmt man doch gerne. Warum nicht in der Lederhose? Ich habe erstens keine Lederhose, zweitens, es gibt keine Wiener Tracht. Folgedessen komme ich in der Uniform des Landtagspräsidenten. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Münchner Oktoberfest und dem Wiener Wiesenfest? Natürlich ist ein Unterschied vorhanden. Wir sind ja in Wien und das Oktoberfest ist in München, aber die Tradition ist dieselbe. Und das ist eine schöne mitteleuropäische Tradition, die wir weiter pflegen, die auch in den letzten Jahren eine Renaissance erlebt und das ist schön so. Da ist es einfach ganz anders. Das ist gemütlich, das ist gewachsen. Noch dazu sind dann ein Haufen Leute, die Gastronomie natürlich schon sehr gut verstehen. Der Prater war immer, da ist man hergekommen, um sich zu vergnügen, um sich gut zu verköstigen. Und das ist also da nichts Neues. Das kann man seit 250 Jahren bitte. Ja. Ob Bier oder Wein, es sollte für alle was dabei sein. Die Zelte stehen noch 2 Wochen. Auf geht's!